We are living in an hour where God once again is raising up a remnant army, a Gideon's army. Wir leben in einer Zeit, in der Gott wieder eine Armee von Gideon aufstehen lassen möchte in der Welt, die klein ist. Wir sind so wenige, aber der Herr wird uns Strategie geben, wo wir den Sieg finden. Und diese Strategie finden wir sogar in der Geschichte von Gideon mit den Tontöpfen, die Furcht zu der Versammlung der Midianiter gebracht haben. Wir sind diese Gefäße aus Ton. Wir haben das Bild Christi in uns, die Augen Christi, die Augen des lebendigen Feuers, die auf die Säule des Feuers geschaut haben, als die Armee von Pharao kam. Und sie haben auf die Feuersäule geschaut und sie haben die Armee des Pharao verteilt. Und der Herr ist mit uns. Und wir sind diese zerbrochenen Tontöpfe, die die Augen von Feuerflammen offenbauen. Und unsere Augen werden den Feind vertreiben. Wir sind diejenigen, die seine Augen offenbaren sollen. Wir sind die, die seine Stimme hörbar machen sollen. Das Gebrüll seiner Stimme. Wir sollen den Atem Gottes freisetzen, den Geist Gottes, und wir prophezeien, dass die toten Knochen wieder zusammenkommen. Das ist die Stunde, in der wir leben. Es gibt eine kleine Armee, die aufsteht und du bist ein Teil davon und ich bin Teil davon. Und Gott wird den Sieg haben.